Eine erste Nachricht, die ich an alle habe heute, ist eine Botschaft der Zuversicht, eine Botschaft des Optimismus. Und das hat damit zu tun, wenn man sich überlegt, Ihre Unternehmung, in der Sie heute arbeiten, oder irgendeine Unternehmung, was ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man noch viel erfolgreicher sein könnte? Gibt es Möglichkeiten, die Performance des Unternehmens noch zu steigern? Und wenn wir uns persönlich kennen würden, wüssten Sie, dass ich selbst bin ein Optimist, aber das hat nichts mit meinem persönlichen Optimismus zu tun. Das hat nur mit Einblick in die Daten zu tun. Das ist die allererste Grafik, die ich mir angeschaut habe, bevor ich begonnen habe mit dem Buchschreiben. Und das zeigt die Kapitalrendite. Große amerikanische Unternehmen, Microsoft, Google, Facebook, diese Art von Unternehmen über eine lange Zeitspanne. Ich bin nicht so sehr interessiert, hatte jemand ein gutes Quartal oder ist ein Jahr besonders gut gelaufen. Ich bin daran interessiert, was sind die Unterschiede im Finanzerfolg, wenn man sich in diesem Fall große Firmen anschaut, über eine ziemlich lange Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich überrascht, dass es so aussieht, insbesondere die Spannbreite. Ich meine, das sind nicht kleine Firmen, von denen Sie und ich nie gehört haben. Das sind große, bestandene Unternehmen. Und trotzdem gibt es einfach alles. 20% der Unternehmen im S&P 500 haben keinen Finanzerfolg. Und dann bei den besonders erfolgreichen 20%, 25%, 30, 40. Eine unheimliche Bandbreite. Wenn man glaubt, dass die Daten so ein bisschen zeigen, wo die Reise hingehen könnte, wenn man es nur richtig macht, dann glaube ich, ist es schwer, hier nicht viel Hoffnung zu haben für die Zukunft. Und das ist natürlich immer wichtig zu sehen, das ist kein amerikanisches Phänomen. Wenn Sie sich die Daten in Brasilien, China, Indien oder auch kleine Volkswirtschaften wie Südkorea zum Beispiel anschauen, immer das gleiche Bild. Eine unheimliche Bandbreite mit einer doch recht großen Zahl an Unternehmen, die vergleichsweise nahe an den Kapitalkosten sind, wo die Kapitalrenditen die Kapitalkosten nicht wesentlich übersteigen. Nun könnte man sagen, wenn man sich das von Land zu Land anschaut, ist es natürlich ein bisschen problematisch, weil da schaue ich mir China an, das ist dann insbesondere viele Fabriken, da schaue ich mir die USA an, das sind insbesondere Dienstleistungen. Wahrscheinlich macht es mehr Sinn, sich das Sektor für Sektor anzuschauen. Und das mache ich hier. Die Breite an, wie groß die Unterschiede sind zwischen dem Unternehmen, das am wenigsten erfolgreich ist, zum Beispiel in Healthcare, und das Unternehmen, das am erfolgreichsten ist. Also die ganze Spanne der Kapitalrenditen. Und egal, was man sich anschaut, die Unterschiede sind enorm. Ein kleines Gedankenexperiment. Nehmen wir an, wir sortieren die Firmen von erfolgreichsten Unternehmen bis zum Unternehmen Nummer 100, von 1 am erfolgreichsten bis zum Unternehmen Nummer 100, am wenigsten der Finanzerfolg. Und Sie sind heute genau Durchschnitt. Sie sind auf Rang 50. Und nun verschiebe ich Sie von Rang 50 auf Rang 40. Nicht ein Superstar, nicht was total Unmögliches. Was geschieht, wenn Sie 10 Ränge zulegen könnten? Die Kapitalrendite steigt um mehr als 20%. Kleine Unterschiede machen haben einen enormen Einfluss darauf, wie profitabel das Unternehmen sein kann. Nun, wenn man mit Optimismus startet, ist das natürlich eine gute Sache. Und dann kommt natürlich die natürliche Frage, und wie machen es denn die Unternehmen, die so besonders erfolgreich sind? Und ehrlich gesagt, zu Beginn habe ich gedacht, da werde ich wahrscheinlich viele enorm ausgeklügelte Strategien sehen, weil man ja auch so ein bisschen den Eindruck hat, Strategie, das ist kompliziert, da muss man viel wissen, muss man viel Erfahrung haben. Und ich war einigermaßen überrascht, dass wenn man dann ein bisschen in die Tiefe bohrt und schaut, was ist denn eigentlich los mit den Unternehmen, die so großen Finanzerfolg haben? Die machen eins von nur zwei Dingen. Entweder steigern die Zahlungsbereitschaft,
der Kundinnen und Kunden, oder die senken die Mindestkompensation, die Mindestvergütung ihrer Angestellten. Lassen Sie mich die beiden Dinge kurz erklären. Zahlungsbereitschaft für Kundinnen und Kunden, darüber sprechen wir oft, das wissen wir, das ist das Maximum, was ein Kunde bezahlen würde. Wenn ich auch nur einen Euro oder einen Franken mehr verlange, steht der Kunde besser da, wenn er nicht kauft. Mindestvergütung, das ist nicht was, worüber wir oft sprechen. Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie haben einen Freund, der bei einem anderen Unternehmen arbeitet und Sie möchten, dass der zu Ihnen kommt. Und Sie schreiben die Offerte und dann denken Sie darüber nach, was ist das minimale Angebot, das ich machen muss, damit der tatsächlich kommt? Das ist die Mindestvergütung, die Mindestkompensation. Und die Idee ist, dass wenn der Job unheimlich aufregend ist, das Beste, was ich mir vorstellen kann, dann braucht es natürlich weniger Geld. Die Mindestvergütung geht nach unten. Wenn der Job vielleicht nicht besonders interessant ist, vielleicht sehr anstrengend auch, dann geht die Mindestvergütung hoch. Und das ist es. Gibt nichts anderes. Zwei Dinge, an die man denken muss. Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden, Mindestvergütung von Angestellten und dann aber auch anderen Lieferanten. Das ist das, was Wertschöpfung ausmacht. Und Wertschöpfung ist die Basis für Finanzerfolg. Ich habe gedacht, ich würde Ihnen drei Geschichten erzählen aus dem Buch. Ich sehe, lassen Sie mich das gleich beantworten. Eine unheimliche, interessante Frage von Frau Attenhofer. Mindestvergütung ist nicht das, was ich tatsächlich bezahle. Ist nicht der Lohn. Das sind die Kosten des Unternehmens. So genauso wie die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist ja nicht der Preis, den ich verlange. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Ich habe Mühe, am Morgen aufzustehen. Meine Zahlungsbereitschaft für die erste Kasse Kaffee, 7, 8 Dollar. Wenn ich rausgehe, Kaffee kaufe, kriege ich zum Preis von 1,80. Ein Riesenunterschied. Der Unterschied zwischen Zahlungsbereitschaft und dem, was ich zahlen muss, der Preis, das ist Wert für den Kunden. Und das Gleiche am anderen Ende. Der Unterschied zwischen der Mindestentlohnung und dessen, was ich tatsächlich bezahle, das ist Wertschöpfung für die Angestellten, für den Mitarbeiter. Diese beiden Dinge immer auseinanderhalten. Zahlungsbereitschaft ist nicht Preis und diese Mindestentlohnung ist nicht das, was man tatsächlich bezahlt. Eine super Frage. Herzlichen Dank schon mal. Also, drei Geschichten, die ich Ihnen erzählen möchte. Und das ist, wenn Sie wissen ja wahrscheinlich, wenn man was geschrieben hat, sich dann zu entscheiden, welche Geschichten man erzählen soll. Das ist ein bisschen wie wenn man unter Kindern auslesen muss. Gar nicht ganz so einfach. Hier ist eine erste Geschichte. Best Buy ist ein Warenhaus, ein bisschen wie Mediamarkt in Deutschland und in der Schweiz. Die verkaufen Fernseher, verkaufen alle Arten von Elektronik. Und wenn man 10 Jahre zurückgeht, da waren wir alle total überzeugt, dass die Konkurs gehen. Etwa 1000 Filialen in den USA und die sind in starker Konkurrenz mit Amazon. Und es schien unmöglich, dass man gegen Online-Konkurrenz wirklich Erfolg haben kann. Vor 10 Jahren haben die im Quartal 1 Milliarde Dollar verloren. Und wir haben nur gewartet und gedacht, ja, jetzt geht der nächste Händler geht Konkurs. Und dann kommt ein neuer CEO. Wir haben uns schon ein bisschen gefragt, wer ist denn das? Ein total Verrückter, dass der sich diese Stelle aussucht. Und er macht im Wesentlichen zwei Dinge. Statt große Verteilzentren zu bauen, von denen aus man Produkte verschicken kann, behandelt er jedes Geschäft, jede Filiale als ein Verteilzentrum. Und weil die Filialen natürlich nahe bei den Menschen sind, sind die plötzlich viel schneller im Liefern im Vergleich zu Amazon. Kürzere Lieferfristen, höhere Zahlungsbereitschaft. Und dann geht er zu Microsoft und Samsung und all den Elektronikherstellern und sagt, ihr könnt natürlich machen, was Apple macht, und ihr könnt diese wunderbaren Geschäfte bauen, aber das sind Millionen von Dollar an Investment. Wie wäre es denn, wenn ihr einfach ein Geschäft innerhalb von Best Buy hättet? Zu einem Bruchteil der Kosten.
zwei Ideen. Steigert die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden, weil die schnell liefern. Senkt die Kosten der Lieferanten und teilt sich so die zusätzliche Marge. Und die gehen von einer Milliarde Verlust im Quartal zu heute einer Kapitalrendite von mehr als 20%. Was ich faszinierend finde an dieser Geschichte ist, dass es nur zwei Ideen sind. Und das ist ein bisschen mein Haupteindruck von den Hunderten von Unternehmen, die ich mir angeschaut habe. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, aber wenn ich zu einem modernen Unternehmen gehe, bin ich immer total beeindruckt, wie viel da los ist. Wie viele Projekte, wie viele Initiativen, wirklich, wenn man sich das mal überlegt, was eine moderne Firma alles leistet. Unheimlich toll, fast unglaublich. Aber es auch war, wenn ich mir dann die einzelnen Initiativen anschaue, wenn ich denke, ah, was machen die genau und wie funktioniert das? Gibt es so viele, wo ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie die Zahlungsbereitschaft erhöhen oder wie die Mindestentlöhnung runtersenken. Wenn eine Initiative keinen Mehrwert schafft, wenn die Zahlungsbereitschaft sich nicht ändert oder die Kosten sich nicht ändern, dann hat diese Initiative keinen Wert. Und meine erste Empfehlung an Sie ist, wir alle tun viel zu viel. Wir haben zu viele Initiativen, wir haben zu viele Produkte. Wir haben einen Ausdruck im Englischen, den ich für sehr passend halte, exhausted mediocrity. Die Leute sind erschöpft, es gibt fast keinen Unterschied mehr zwischen Privatleben und beruflichem Leben. Alle sind auf 180 die ganze Zeit. Und wenn man sich den Finanzerfolg anschaut, naja, manchmal gar nicht so schlecht und manchmal nicht ganz so toll. Konzentrieren Sie sich auf die Projekte, die tatsächlich Mehrwert schaffen, auf die Projekte, wo die Zahlungsbereitschaft steigt oder wo die Mindestentlöhnung gesenkt werden kann. Wenn Sie eine Idee hören, wenn Sie über ein Projekt entscheiden müssen, das sind Ihre einzigen beiden Fragen. Fragen Sie, steigert die Zahlungsbereitschaft, senkt die Mindestentlöhnung? Und wenn die Antwort ist, wir sind uns nicht so sicher, tun Sie es nicht. Sie sind eh beschäftigt. Sie haben eh zu viel zu tun. Stellen Sie sicher, dass alles, was Sie tun, in der Tat Mehrwert schafft. Ein paar Beispiele. Können Sie sich noch an Nokia erinnern? Das ist deren Produkteportfolio im Jahr 2007. Fantastisch! Ich meine, wenn Sie sich das anschauen und kein Telefon für sich finden, weiß ich nicht genau, was ich über Sie denken soll. Und dann, ein Jahr später, bricht alles ein. Und der Konkurrent hat ein einziges Produkt. Aber das Produkt ist unheimlich toll. Denken Sie an Google. 60% des unheimlichen Gewinns von Google kommt von dieser allerersten Idee, wie man auf dem Internet besser sucht. Hunderte und Hunderte von wirklich erfolgreichen Unternehmen, die tun ganz wenig, aber die tun Dinge, von denen man weiß, dass sie die Zahlungsbereitschaft oder die Mindestentlöhnung beeinflussen. Zweite Geschichte. Ich habe einige Zeit mit dieser verrückten Grafik verbracht. Ganz interessant, bei Apple, da steigen die Bruttomargen im App Store in unheimlichem rasanten Tempo. Und dann die Bruttomargen im Hardware-Geschäft, die fallen. Zwei interessante Ideen. Software und Hardware, das sind komplementäre Produkte. Wenn ich Hardware habe, wird die Software besser, wird die Software wertvoller. Wenn ich ganz tolle Software habe, wird die Hardware wertvoller. Die Zahlungsbereitschaft dieser beiden Produkte steigert sich gegenseitig. Komplementäre Produkte, unheimlich wichtig. Oft denken wir gar nicht so genau über komplementäre Produkte nach, weil wir uns einfach daran gewöhnt haben, dass die existieren. Zum Beispiel, wenn ich Sie frage, was ist Ihre Zahlungsbereitschaft für ein Auto? Ich weiß gar nicht genau, was ein Auto in der Schweiz kostet. Sagen wir 50.000 Franken.
Und dann frage ich Sie, was ist Ihre Zahlungsbereitschaft ohne komplementäre Produkte? Keine Straßen, keine Tankstellen, keine Reparaturwerkstätten, kein GPS und so weiter und so weiter und so weiter. Die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden für alle Produkte und Dienstleistungen hängt entscheidend davon ab, wie viele komplementäre Produkte gibt es und zu welchem Preis werden die angeboten. Das ist das Erste, was hier interessant ist. Und was wir jetzt hier bei Apple sehen, ist, dass die Gewinne verschieben von einem komplementären Produkt zum anderen. Weshalb? Am Anfang, da war das iPhone natürlich eine ganz tolle Sache, war ganz allein, wenn man so ein Telefon wie ein iPhone wollte, da gab es einfach keine Konkurrenz. Heute, wenn Sie die allerbeste Kamera wollen für Ihr Telefon, da ist Ihr Telefon kein Apple-Telefon. Wenn Sie besonders ausgeklügelte Integration von Software und Hardware wollen, dann ist Ihr Telefon kein Apple-Telefon. Die haben ihren Wettbewerbsvorteil in Hardware verloren und die verschieben deshalb den Profitpool von Hardware zu Software. Zwei ganz wichtige Geschichten. Das habe ich überall gesehen, bei all den ganz erfolgreichen Firmen. Die haben komplementäre Produkte und die schauen dauernd, wo gibt es viel Konkurrenz, wo gibt es weniger Konkurrenz. Und dann, wenn ich ein bisschen mehr Konkurrenz verschiebe ich einfach den Profit Pool von einem Produkt auf den anderen. Ich gebe Ihnen ein zweites kleines Beispiel, Amazon. Vor ein paar Jahren hatten die den Eindruck, dass die Zukunft des Buches ist alles elektronisch. Elektronische Bücher werden den Markt dominieren. Und bei elektronischen Büchern ist es unheimlich große Differenzierung zu haben. Man kriegt sofort das Format, ist ja so ein bisschen, was man sich gewöhnt ist an elektronischen Büchern. Und weil es keine Differenzierung gibt, hat Amazon vorausgesehen, dass die Preise für elektronische Bücher, die werden stark fallen. Wie in allen Märkten, wo Differenzierung schwierig ist. Worüber denkt man nach? Ja, natürlich die Preise für Bücher, die gehen runter. Dann wissen wir, dass es immer so ist, dass die Zahlungsbereitschaft für ein komplementäres Produkt, das geht hoch. Was ist das komplementäre Produkt? Natürlich der E-Reader, die kommen raus mit dem Kindle. Und was besonders interessant ist an der Geschichte ist, alle diese Prognosen waren total falsch. Elektronische Bücher sind nicht wirklich super, super erfolgreich. Aber dann der Markt für Tablets, der Markt für Kindle, unheimlich kompetitiv. Apple hat ein Produkt, Microsoft hat ein Produkt, Lenovo hat ein Produkt. Was macht Amazon? Oh, haben uns geirrt, wussten nicht genau, wie die Zukunft aussieht. Verschieben wir doch einfach den Profit Pool vom Kindle zu den elektronischen Büchern. Die verlieren etwa $100, wenn sie heute ein Kindle kaufen. Und wenn Sie sich die Preise für elektronische Bücher anschauen, nicht mehr so unterschiedlich wie Bücher im Allgemeinen, insbesondere die Hardcovers. Man verschiebt Profit Pools weg von den Orten, wo die Konkurrenz besonders stark ist. Letzte Geschichte. Höhere Zahlungsbereitschaft dank tieferer Mindestvergütung. Das scheint ein Rezept für Katastrophe zu sein. Wenn Sie sich an die ersten 5 Minuten Strategielehre erinnern, dann hat man Ihnen erklärt, das Schlimmste, was ein Stratege machen kann, ist, dass man versucht, hohe Qualität und tiefe Kosten zu haben. Das Produkt, wie oft im Englischen geschrieben wird, ist stuck in the middle. Man ist so ein bisschen zwischen diesen beiden Vorteilen. Man hat nicht wirklich hohe Qualität, man hat auch nicht wirklich tiefe Kosten. Stuck in the middle ist so ein bisschen wie die Hölle für Strateginnen und Strategen. Ich möchte Ihnen heute sagen, dass es Hunderte, Tausend, Zehntausende von Unternehmen gibt, die hohe Zahlungsbereitschaft verbinden mit ganz tiefer Mindestvergütung und tiefen Kosten. Zwei Beispiele. Raksul ist ein japanisches Unternehmen, ist eine Webseite, wo Unternehmen hingehen und sie Druckaufträge haben. Sie sehen all die verschiedenen Druckereien in Japan und die geben die Preise an. Da kann man auslesen, mit wem man arbeiten will. Der Gründer von Raksul, der ist total fasziniert von der Idee, dass jedes Unternehmen jede Woche neue Möglichkeiten finden kann, Wertschöpfung zu betreiben.
Und dann stellt er sich zunächst mal vor, ja, wie wäre es denn, wenn ich den Druckauftrag des Kunden ein bisschen näher anschaue und den verbinde mit der Druckerklärung. Macht er, zwei Dinge geschehen, Zahlungsbereitschaft geht rauf, weil die Qualität natürlich besser ist, wenn man auf den richtigen Maschinen druckt, und die Kosten sinken. Und dann stellt er sich vor, wie wäre es denn, wenn ich einen Druckauftrag nehme und ich gebe diesem einer Druckerei, die nicht viel zu tun hat. Oh, jetzt sinken auch noch die Opportunitätskosten. Kosten sind nochmals tiefer. Und heute engagiert er viele Toyota-Ingenieure, die von Druckerei zu Druckerei zu Druckerei gehen und deren Arbeitsabläufe optimieren. Was ist das Endresultat? Unheimlich hohe Zahlungsbereitschaft und super, super tiefe Mindestvergütung und Kosten. Hohe Zahlungsbereitschaft und ganz tiefe Mindestvergütung sind ganz einfach miteinander in Verbindung zu bringen. Wahrscheinlich, wir tun alle ein bisschen zu viel. Wir haben viele Projekte, viele Initiativen, die nicht wirklich Wert stiften, die nicht wirklich entweder die Zahlungsbereitschaft in die Höhe drücken oder die Mindestentlöhnung senken. Ist ja schon Mittwoch heute, vielleicht nicht diese Woche, aber vielleicht nächsten Montag, möchte ich Sie einmal ermuntern, gehen Sie doch die Liste Ihrer Projekte durch. Schauen Sie sich alles an, was da so läuft im Unternehmen. Und überlegen Sie sich bei jedem dieser Produkte, bin ich mir wirklich sicher, dass das die Mindestentlöhnung nach unten drücken wird. Wenn Sie nicht sicher sind, Finger davon lassen. Komplementäre Produkte und Dienstleistungen, super wichtig. Zum einen, weil man so die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden gut unterstützen kann. Und dann aber auch zum anderen, weil sich so in einer Welt, wo niemand so genau die Zukunft kennt, wo ich nicht genau weiß, wie sich die Konkurrenzlage entwickeln wird, kann ich so Profit Pools von einem Ort auf den anderen Ort verschieben. Und dann vielleicht die beste Nachricht heute, hohe Zahlungsbereitschaft und tiefste Mindestvergütung lassen sich oft vereinbaren. Wenn Sie eine ganz tolle Idee haben, wie man die Zahlungsbereitschaft noch anheben könnte, fragen Sie sich gleichzeitig, oh, und wäre das auch eine besonders interessante Möglichkeit, die Mindestvergütung nach unten zu drücken? Oder wenn Sie ein tolles Projekt haben, was die Mindestvergütung, was Sie den Angestellten oder den Lieferanten mindestens bezahlen müssen, wenn das nach unten gedrückt wird, ist die gleiche Idee auch dazu fähig, die Zahlungsbereitschaft zu erhöhen. Tausende von Unternehmen haben gefunden, dass das in der Tat oft möglich ist. Die Hölle für Strategen existiert vielleicht vor allem in den Lehrbüchern, nicht so sehr in der wirklichen Wirtschaft.